Du kennst mich, ich bin die Bianca und heute gebe ich, sagen wir mal, kein informatives Video heraus, sondern ich stelle eine Frage. Und ich hoffe doch inständig, dass du daran teilnehmen wirst. Und zwar werde ich jetzt gleich mal hier nochmal einen Trailer, einen Film mit einspielen lassen. Und zwar handelt es sich um eine Prüfung. Ich wäre begeistert, ich wäre dir so dankbar, wenn du gerade mal bei diesem Test kurz mitmachst. Denn ich würde dich darum bitten, mir mitzuteilen, wie du aufgrund der gestellten Aufgabe reagieren würdest. Wie würdest du handeln und wie wären deine Lösungsansätze? Und das ganz spontan. Und zwar würdest du mir dann unten drunter nochmal in den Kommentaren mit dazu schreiben, welcher Generation, dass man dich zuordnen könnte. Also ich will ja nicht polarisieren, ich will niemanden klassifizieren oder reinstecken, aber rein informativ und tatsächlich, das ist keine repräsentative Studie, sondern einzig und allein für mich aus Interesse, wie wären so die Ansichten aus den verschiedenen Generationen zu bestimmten Prüfungen oder einer anscheinend auswegslosen Situation. Also, du bist Babyboomer, schreib es mit dazu. Du bist Gen X, Generation X, dann schreibe es auch mit dazu mit deinem Jahrgang. Dann haben wir Generation Y, die Millennials, dann haben wir Gen Z und natürlich sollte es tatsächlich noch jemanden geben, der hier in einem Alter von 13 Jahren ist, dann bitte auch Generation Alpha mit hinzuschreiben. Und natürlich passend dazu eure Reaktion, eure Handlungsweise oder sogar eure Lösungsvorschläge, wie ihr das handeln werdet. Damit ich hier auch die Urheberrechte einhalte, die Quelle kommt von mir aus Amazon Prime und zwar aus dem Film Snake Eyes. Ich fand die Szene richtig gut und habe mir gedacht, das nimmst du doch mal her, um hier einmal eine Umfrage starten zu können. Bin gespannt, ob du mitmachst, würde mich freuen und tatsächlich setz die Glocke, damit du auch das Endergebnis nicht verpassen wirst, denn dann werde ich mal schauen, wieso die Reaktionen, die Antworten aus den verschiedenen Social Media Kanälen, wo ich vertreten bin, entsprechend gekommen sind, um es dann hier zusammenzufassen, damit du da auch up to date bleibst. In dem Sinne, ich freue mich, dass du mitmachst. Ich sage vielen lieben Dank dazu und auf bald. Irgendwelche Fragen? Was? Schweig! Du bist ein Nichts. Diese Prüfung ist Zeitverschwendung. Du wirst scheitern. Okay, Hardcore Master oder wie du auch heißen magst. Legen wir los. Erste Prüfung. Nimm mir die Schale ab. Ich nehme dir deine ab. Na schön, ich beiße an. Was ist der Witz dabei? Du musst sie mir abnehmen, ohne Wasser zu verschütten. Versagst du viermal, ist dein Training vorbei, bevor es begonnen hat. Zwei. Oh.
Nummer 3. Das ist ganz spontan. Die Antwort bzw. eine Intuition, was du jetzt in dieser Situation machen würdest, wenn diese Aufgabe an dich gestellt wird. Schreib unten in die Kommentare mit dazu. Ich freue mich und solltet ihr tatsächlich mitmachen, erhaltet ihr die Auswertung. Bis dann.